Wenn du deinen Bachelor an der HHU erworben hast oder noch erwerben wirst und bei deinem gewünschten Masterstudiengang diese Bewerbungsart verlangt wird, gehst du folgendermaßen vor. Folge dem Link Bewerbung Einschreibung. Hier wirst du zu unserem Bewerbungsportal geführt. Alternativ erreichst du das Bewerbungsportal über dickstu.hhu.de. Starte über den Button für BewerberInnen. Solltest du zum ersten Mal auf dem Portal sein, musst du dich zunächst registrieren. Wenn du das bereits gemacht hast, loggst du dich hier oben ein. Wähle deinen gewünschten Studiengang aus und das Fachsemester, auf das du dich bewerben möchtest. Gibt es bei dir etwas Besonderes zu berücksichtigen? Bist du zum Beispiel Spitzensportlerin oder ein Härtefall? Oder hast du schon einmal eine Zulassung für dieses Studium erhalten, konntest sie aber nicht annehmen, weil du noch einen bestimmten Dienst geleistet hast? Wenn nein, klicke einfach auf Weiter. Hast du ein freiwilliges soziales Jahr oder etwas Ähnliches absolviert? Verrat uns etwas über deinen Bachelor. Hier musst du dein Zeugnis hochladen. Wenn du noch keins hast, genügt erst einmal die Leistungsübersicht. Wie viele Credit Points hast du bis jetzt erworben? Und wie viele werden es nach deinem Bachelor insgesamt sein? Warst du dieses oder letztes Semester an der HHU eingeschrieben? Besitzt du schon einen höheren Abschluss als den Bachelor? Sollte dein gewünschtes Studium teilweise in einer anderen Sprache als Deutsch unterrichtet werden, musst du hier nachweisen, dass du diese Sprache beherrschst. Welche Nachweise dafür in Frage kommen, erklären wir dir im Video Sprachnachweis. Hier gibst du an, wie viele Credit Points du in welchen Themengebieten deines Studiums erworben hast. An welcher Hochschule hast du deinen Bachelor gemacht? Fast fertig. Jetzt musst du nur noch hier deine Angaben kontrollieren, ihre Korrektheit mit einem Häkchen bestätigen und auf Antrag abgeben klicken. Hier siehst du deinen versendeten Antrag. Er ist bei der HHU eingegangen. Nach einigen Wochen, wenn ein Studienangebot für dich vorliegt, erhältst du einen Zulassungsbescheid. Wenn du dich für dieses Studium endgültig entscheiden möchtest, musst du auf dickstu dieses Zulassungsangebot annehmen. Danach musst du dich für den Studiengang einschreiben. Wie das geht, erklären wir dir im Video zur Einschreibung.